Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen den Forschungsbaum. Warum sehen wir den Forschungsbaum? Weil ich dumme Ideen hatte gerade. Aber ich muss ja irgendwie auch zu dieser Flasche kommen, zu dieser weißen hier. Die brauche ich ja bei dezenten paar Sachen hier unten, die mir vielleicht wichtig sind, wie zum Beispiel Reichweite und ähnliches. Auf dem Weg hin gibt es aber auch noch, und da war ich jetzt wenig irritiert, denn wir haben in der letzten Forschung die hier erforscht. Das ist jetzt sozusagen unser letztes Forschungsergebnis, das ist erfolgreich abgeschlossen worden. Hier können wir sozusagen weiterarbeiten und diese Construction Robots machen. Das müssen wir mal woanders aufbauen, das muss hier raus. Müssen wir mal gucken, wo ich das hinbaue. Dass ich das dann einmal sauber nochmal habe und wir dort dann die Möglichkeit haben, Construction Robots und Logistik Robots in Mengen nachzuproduzieren, und immer wenn dann irgendwie der Dings da leer wird, dann schmeißen wir ein paar neue rein oder sowas. Müssen wir gucken. Bis zu einer Maximalgrenze. Und dabei habe ich dann gesehen, ach guck mal, da unten gibt es ja noch neue. Advanced Logistic and Construction Robots 4. Wir sind jetzt bei 3. Gibt es auch noch 4. Das wären auch die letzten Roboter. Und die haben den Vorteil, dass sie sich irgendwie selber mit Energie versorgen. Wobei die aber wahrscheinlich aus diesem Bereich hier Sachen brauchen, die ich alles noch nicht habe. Ich habe nämlich noch kein Plutonium und ich habe sowas alles noch nicht, ne? Und da kommen wir nämlich dann hierzu, dass wir dann hier oben erstmal die Kernenergie durchforschen können, wo ich ja immer schon mal gesagt habe, das müsste man eigentlich mal irgendwann mit anfangen, dass wir mal die Kernenergie gehen, damit wir da weiterkommen und hier die ganzen Anreicherungssachen machen können und. Und die Erze dazu dann produzieren. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir da hin können wollen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil ich jetzt sozusagen dann meine Forschung eine ganze Weile eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich brauche, um das überhaupt herzustellen. Momentan ist die ja noch nicht so schnell. So, deswegen weiß ich nicht, ich bin mir noch nicht sicher. So, das ist hier nur Explosion und hier haben wir eine höhere Feuerrate. Das doch, kostet auch jede Menge Forschungsflaschen, ne? Von allen Sorten. Was ist das für welcher? Sniper Turret? Okay. Haben wir nicht mehr persönliche Laserverteidigung? Brauchen wir nicht. Oder haben wir ihn jetzt nicht? Die Sachen müssen wir auch mal irgendwann nochmal durchforschen. Überall, wo wir diese. Da müssen wir noch ein paar Bio-Flaschen machen. Ich weiß es wirklich nicht. Zentrifugen. Also wir brauchen Thomas alles irgendwann, ne? Und irgendwo müssen wir mit diesen Modulsachen auch anfangen. Ich bin immer noch... Wir müssen es irgendwann machen. Komm, zack, rein damit. Und dann ist das jetzt eine Weile beschäftigt damit, weil hier die blauen Flaschen halt eben nicht so in den Mengen produziert werden, wie ich sie verbrauche. Wir sehen, hier sind auch plus 129 drin. Hier sind in den Teilen sind ungefähr 100 drin. Das heißt also, ein Viertel der Forschung werden wir schnell hinkriegen. Und dann wird es sich ziehen, weil die hier danach produzieren müssen. Und könnte auch passieren, dass hier irgendwas nicht funktioniert. So. Aber das werden wir dann ja sehen. So, wie sieht es hier aus mit den... da sind immer noch 16K drin. Aber der sollte jetzt nicht mehr arbeiten. Na gut. Okay. So, ansonsten waren wir dabei, die Temperatur oder beziehungsweise dieses, wollte gerade sagen, hat die roten Chips liegen hier voll, aber nee. Aber doch, da liegt schon einiges da. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, sind die blauen Chips schon wieder am Bären? Jeden wird gebaut. Das ist auch sehr weit weg, ne? Von unserer, naja, sehr. Naja, gut. Wir werden demnächst, wenn die Bots ja schneller sein. Die grünen Bots können wir nämlich auch bauen. So, hier haben wir das soweit aufgebaut, dass wir eigentlich den Bahnhof nur scharf schalten müssten. Und dann müsste theoretisch schon mal ein bisschen was funktionieren, aber dazu müssen wir noch mal hinfahren. Bahnhof scharf schalten. Hier müssen wir Strom dran machen. Hier müssen wir dann noch die Dings einstellen. Da haben wir aber keine momentan. Keine Greifarme. Das heißt, wir werden jetzt... Greifen wir jetzt da ein oder greifen wir da jetzt ein? Ich glaube, ich werde jetzt mal ganz kurz zum Blue Chip Werk fahren und dort von Hand die Blue Chips, wenn welche im Lager sind, hierher holen und werde die da an den Greifarm in einer besonderen Kiste ablegen und werde jetzt mal... Jetzt holt er hier gerade blaue Chips ab. Wo will der hin? Der bringt sogar die blauen Chips zu uns. Hier hoch. Das heißt, die nächsten paar Greifarme könnten jetzt produziert werden. Wir werden das aber trotzdem mal machen. Jetzt habe ich meinen natürlich nicht mehr im Dings hier, so. Der bringt uns jetzt sogar blaue Chips. Aber wir werden jetzt trotzdem mal einmal hier runterfahren.
So. Das müsste sich dann insofern ausgehen, dass wir da... Ja, hier ist ein stockender Verkehr in der Kreuzung. Ne? Also hier müssen wir unbedingt Kreuzung vielleicht ausweiten, das Kreuzungssystem ausweiten. Naja, gut, okay. Geht aber noch alles. Jetzt haben wir so wenig FPS hier. Bleibt da steif, ne? Bei 45 FPS. Ist natürlich auch fies. Nur gut. Ist schon zu viel los hier. So, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz raus hier aus dem Zug. Wie viel sind denn da drin an den blauen Chips? Das ist noch ein paar tausend, die man hier findet. Ist gar nicht so wenig. Jetzt schmeiß ich das mal da rein. Nee. Die will ich nicht. Nur die. Die nehme ich jetzt mal alle mit und dann schmeiße ich die da erstmal da oben in die Ecken. Das bleibt da hinten drin, das muss ich dann wieder da rausnehmen. So. Und ja, zur Main Base. So, dann greifen wir erstmal da ein und gucken mal, dass das einigermaßen was wird. So, ich brauche. Da muss ich dann auch nochmal los. Für die Dings. Die anderen Boards. Aber das ist ja wirklich fürchterlich. Das ist ja gräuselig mit den Frames. Ist ja echt jetzt so viel los, dass Faktor den Rechner so in die Knie zwingt? Oh, ich habe gerade ein Board-Update gemacht und sowas. So also ein paar Sachen geupdatet, die im automatischen Updater waren. Nur gut. Aber kann ja möglich sein. Ich meine, hier ist ja ordentlich was los. Also hier ist ja ordentlich was am Arbeiten. Das muss ja alles erstmal berechnet werden, ne? Kann schon sein. Ich mach mal ganz kurz. Wir haben auf dem dritten Screen den an hier. Was macht ein Factorio? Was brauchen das? Oh, 27% CPU, 17% da und 2% GPU. Hm. Keine Ahnung, warum das so wenig Frames macht. So. Ah! Aus. Die bringen mir eindeutig zu viel zu mir jetzt. So, jetzt muss ich mal einmal zu den Nick-Am-Robotern gehen und da mal die Fabriken mit voll stopfen. Hier sind die. Dass die jetzt mal hier mit Macht neu produzieren. Das hatte ich so ein bisschen vor. Warum kommen denn da so wenig Platten von dem los an? Das. Aha. Moment, das können wir beschleunigen. Da habe ich was von Ratiofarm. Sogar schon mal in der Tasche davon. Ich muss meine Tasche mal ausleeren hier. So, da können wir hier ein bisschen mehr Speedy Gonzales drauf machen. Dann sollte hier am Ende auch ein bisschen mehr rauskommen. Hier ist sogar das Band voll. Ich muss sogar das Band updaten, glaube ich, hier jetzt. Da kannst du ja wieder aufs Blau gehen, das ist ja egal, aber so, dass es intern erstmal ordentlich durchläuft. Gut. Fein, säuberlich, da ein bisschen gepimpt. Somit kommt da schon mal mehr Material oben an und somit können auch mehr von diesen Greifarmen dort dann produziert werden. Und dann können wir nochmal mit Blue Chips hier durchgehen.
allen so ein paar Blutchips geben hier. Ich glaube, hier in der Reihe brauche ich die auch. Da kann ich den auch einmal reinstecken. Wie habe ich noch? Ja, gut. Die bleiben jetzt hier unten bei dem. Ich hier mal eine Kiste dazwischen einfach. Welche verbrauche ich am häufigsten? Eigentlich die beiden, ne? Oder? Bist du hier massiv Stapelgreifarm? Stapelgreifarm und Expressgreifarm, ne? Ja, komm. Den verbrauche ich noch am meisten. Haben wir gerade keine. So, nehmen wir da alte Technik. So, die Jude alte Technik. Aber jetzt blaue Chips liegen hier schon genug. Es wird jetzt hier bloß schon aufgefressen, was da an dem Material kommt. Weil hier so viel schon weggeht. Ne, hier geht so viel weg. So. Die Zahnräder und sowas, wenn ihr auch massiv viel braucht, anscheinend. Nur gut. Nur Mut, und hier wird ja natürlich auch schon viel rausgeholt wieder. Also jetzt ist gerade, wenn die blauen Chips mal da sind, dann ist aber auch wirklich was los hier, ne? Dann geht hier die Produktion in die Vollen. Alles klar, gut. So, auch die Flaschenproduktion geht hier. Oh, 90 haben wir da schon wieder von, gut. Alles klar. So, dann gucken wir mal, ob ich das jetzt hier alles mir nehmen kann. Kann ich mir nehmen, ist schon mal gut. So, das kann aber wegtransportiert werden. Das kann wegtransportiert werden, das kann wegtransportiert werden. Das generell mal an, schon ein bisschen weniger alles, glaube ich. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kümmert euch, dass das wegkommt hier. Oh, keine Sau, so viel von dem Zeug. Was für ein, was habe ich? Noch die alten in Anlieferung gehabt, okay. Oder zumindest hatte ich davon jede Menge. Achso, dieses durch die Modernisierung jetzt in mir im Pepper in der Tasche gelaufen wird. Okay. So, dann fahren wir jetzt so hoch zum den Berg da oben da. Das müsste hier der Weg sein, oder? Nee. Der Weg. Dahin bitte. So, da nicht hin. Das nochmal da so extrem bei den blauen Chips eingreifen wollte ich jetzt nicht. Aber einmal oben zu den Greifarmen muss ich das hochbringen, damit das dann langsam sicher mal Fahrt annimmt und dann auch mal ein paar Greifarme gebaut werden können. Ich meine, die Lagerkapazitäten hatte ich auf 1000 gestellt und ja, naja gut, das ist halt eben doch schnell verbraucht. Genau, mit den Förderbändern, ne? Können 1000 Dinge passieren, die dann einen einfach in den Wahnsinn treiben. So. Was haben wir hier für Greifarme? Habe ich da schon welche von wieder? Toro-Stapler habe ich hier. Wäre ein Toro-Greifarm. Ich glaube, es tut aber nicht weh, wenn es ein Toro-Stapler wird. Der tut uns hier genau das gleiche so gut. Solange er nicht filternd ist. Damit ist hier der Bahnhof sozusagen gesichert. Habe ich noch so ein. Wo steht denn der da so, ne? So, das nicht, sondern das da. So, und dann hier einen Bahnhof hingebaut. Ah, wo ist Bahnhof? Da. So, damit er auch hier ja herfährt, hoffe ich zumindestens. Habe ich den Bahnhof natürlich auch dumm umbenannt, aber es ist ja. Hier ist nämlich kein Zug mehr hin unterwegs. Ist der fährt nicht mehr da. Moment. Einmal ins Depot zurück. Ins Depot zurück. So. Okay. So. Und dann können wir das hier. Wie heißt das Zeug eigentlich, was wir hier bauen wollen? Irgendwie Copper Tungsten Plate oder sowas, ne? Copper Tungsten Plate. Ich glaube, Tungsten immer falsch, ne? Tungsten.
Nee, schreibe ich richtig. Okay. Copper, Tang, Tungsten, Plate. Merk Nummer 1, Input. So. Jetzt leuchtet er hier gelb, keine Ahnung, ob der jetzt noch einen Bahnhof an... oder ob der irgendwann erkennt, wenn wir mitkriegen. So, hier sind ein paar Sachen, werden hier noch gebraucht. So, dann können wir hier noch einen Bahnhof hinsetzen wieder. Der heißt dann auch... Oh, der ist auch noch falsch. Copper, Tungsten, Plate, Werk 1, Output. So. Output und Nitrolplatten. Muss ja jetzt nicht dabei stehen. So, da müssen wir mal gucken. Das müsste, könnte dann... Achso, nee, den habe ich ja vom Nitrolwerk gekopiert. Das ist okay. Ja, nicht passt. So, dann können wir hier einen Strommast dazwischen stellen, der uns hier... Da steht der total bescheuerte Strommast. Plätze. So, wie sieht es jetzt hier oben aus? Jetzt kommt hier ein Zug angefahren mit Tungstenpowder, okay. Und ein Zug kommt angefahren mit... Oh, da geht jetzt da oben die Produktion wieder los. Eieiei. Kupfererz ist hier oben, ne? Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wie sieht es hier eigentlich aus beim Silikon jetzt? Hat sich das da ein bisschen... Okay. Wir haben ein paar Barren noch gerade laufen sehen, aber es mangelt immer noch... Obwohl, was ist, mangelt es hier dran? Hier mangelt es an Strom. Okay. Und woran mangelt es hier? Ah, hier an einem Greifarm. Na gut. Das ist denn so. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Tungsten hier in der richtigen Bahn durchläuft. Leider nein. Shit. Du musst hier lang laufen. Du musst hier lang laufen und das ist falsch gelaufen. So, das Gute ist, ich kann es jetzt noch hier einsortieren und dann wird nicht den Scheiß los. Ah, hier kommt es auch schon falsch. Darin. Vereinzelt stehen sogar schon Roboter hier drin. Fassbar. Muss doch mal leer sein, oder? So, okay. Die muss ich jetzt hier rein. Nee. Muss ich jetzt hier reinleiten. Das muss ich jetzt hier reinleiten. Und dann muss ich hier jetzt am unterirdisch kommen. Dann müssen wir es einmal umbauen. Habe ich den Bahnhof genau falsch rum zusammengebaut. Hatte sowas noch grob in der dusseligen Vorahnung, dass ich da irgendeinen Fehler gemacht habe, aber... Nun ja. Es bestätigt sich. Haben wir einen Bock wieder gebaut. Egal, das reparieren wir jetzt schön fein säuberlich. Und hier kommen auch schon die ersten, sag ich mal, von diesen Materialien durch. Das ist auch schon mal gut.
der muss dann, auch ein Stückchen kürzer werden. Hier durch. Und dann kann das hier funktionieren. So, dann müssen wir das hier mal einmal einsammeln. Dann müssen wir es hier einmal einsammeln. Hier unten fehlt über mein Strom, okay. Ja, müssen wir auch nochmal dran. Aber schön ist schon mal, dass die ersten von den Teilen da langlaufen. Das ist schon mal ganz gut so. Da kann man schon mal sagen, das kann Erfolg haben am Ende des Tages. So, da ist abgekapst, okay. So, machen wir erstmal die Förderbänder hier unten leer, dann schmeißen wir das erstmal irgendwo alles rein. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, muss ich jetzt gleich mal sortieren. So, das heißt, hier unten fehlt immer noch ein Strommast. Wo steht denn der? Was soll denn da? Steht der, ne? So. Schief verbaut oder so. Kann wirklich sein, aber egal. So, dann wenn die stehen, dann haben die auch überall Strommäste. So. Der ist ja schon richtig gebaut. Okay, den muss ich nicht mehr umbauen. Den muss ich hier noch Kupfer rausziehen. Dann müssen wir bloß oben die Anschlüsse besser legen und dann ist alles gut. Und dann sollte hier volle Produktion sein. Und wie wir sehen, hier kommt doch ordentlich auch was raus. Ne? Also da wird erstens gut was verbraucht und kommt auch natürlich auch gut was raus. Das ist schon mal gut. So, dann das hier reinstopfen. Das hier reinstopfen. So, arbeiten die schon mal, die Kameraden hier. So, dann den einkürzen. Den einkürzen. So, dann sollte das jetzt hier alles gut sein. So, damit rein. Und dann kann das hier produzieren. Wie wild. Wie Weltmeister. Sehr schön. So, und hier unten, das wird auch immer weniger. Okay, das fehlt ja nur noch hier. Und dann haben die sogar überall alles gebaut, was sie bauen wollten. Ja, das ist doch schon mal gut. Oder sie haben zumindest die Baumaterialien dafür. Der Auftrag besteht schon mal richtig. So, das heißt, ich brauche jetzt hier nochmal den blauen Kameraden und den blauen Kameraden hier. So, und dann ist der Bahnhof auch dran angeschlossen. Das heißt, sie müssen jetzt hier den Kameraden noch sagen, dass die das 30.000 hat aufhören sollen. Kommt da richtig gut angeflogen, das Zeug hier. Oh, ja, fast. Also das ist ja richtig gut hier. Also die Bänder sind ja voll hier. Okay. Also das schafft schon mal richtig ordentlich von dem Zeug. Das schafft natürlich auch gut ordentlich was weg. Na egal. So. Wie sieht es hier aus? 7.500 sind schon drin. Die brauchen wir ja demnächst. Ach, guck mal, da steht mein Zug. So, die brauchen wir ja demnächst dann für die Produktion hier oben. Das heißt, jetzt kann ich hier wieder hinfahren und da sehen wir uns dann wieder, wenn ich hier das Material anfordere und sozusagen hier rauslege. Und theoretisch habe ich das hier sogar schon programmiert. Und dann werden wir noch diese schwarzen vorsorglichen Bretter für diese Chips hier. Warte mal, habe ich die da überhaupt in der Auslage? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Oder? Nee, habe ich nicht. Welche brauche ich dafür nochmal? Dann kümmern wir uns da noch erstmal gleich drum, dass wir die in die Auslage kriegen. Robby Tobby Fliebertüt. Rain Mech.
hier für die Dinge. Da brauche ich die Prozessen Substrate. Ne, ich wollte eigentlich den Nachfolger davon haben. Moment. Den hier. Brauche ich Advanced Processing Substrate. Genau. CPUs muss ich da produzieren. Okay, dann muss ich irgendwo auch CPUs in den irgendeinen Bahnhof legen mal. Könnte ich auch hier machen, dass ich CPUs hier noch mit reinlege. Obwohl, die kann ich ja nicht unten produzieren lassen, ne? Im unteren Werk. Gut, okay. Da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge um. Dass wir A, dieses Substrat da hinkriegen, B, die CPUs da mit reinkriegen, dass ich die CPUs nicht vor Ort produzieren muss, weil das, wenn ich das jetzt hier noch vor Ort produzieren will, dann wird es schwierig. Ich muss mir auch irgendwo mal die Mikrochips und sowas alles, ne, alles was ich hier sozusagen, die elektronischen Bauteile, die kleineren, macht fast Sinn, dass ich die hier produziere, also Widerstände und Kondensatoren, aber ja, auch das kann man hier produzieren noch. Aber wenn ich jetzt ganze CPUs hier noch machen soll. Vor Ort. Es geht ja nur darum, dass wir hier bei den Drohnensachen dann bis zur letzten Drohne hinkommen. Und dann müssen wir uns mal eine Ecke ausgucken, wo wir das produzieren. Dann könnten wir uns eigentlich hier die Ecke aussuchen, dass wir das hier machen. Materialien, ob wir die jetzt nur von da nach da bringen oder von da nach hier bringen, das, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr weiter wild. Aber dass ich diesen Bereich dafür nutze, um diese Drohnengeschichten zu machen. Oder wir machen uns für die Drohnen einen so einen Quadranten, das könnte man nicht umhauen, einen so einen Quadranten fertig machen, alles anliefern. Ja, machen wir da ein Drohnenwerk. Die Frage ist ja nachher, wenn man die selber, also die weißen auch noch braucht, dann brauchen wir noch ein paar Materialien mehr und so, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich mir da was für aufbaue. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal.